Baerbock, unser auswärtiger Friedensengel, fordert wieder Neues und das absolut heftig. Baerbock und Cameron fordern intensivere Ukraine-Hilfe, schreibt Zeit Online. David Cameron wirbt in Berlin eindringlich für die Lieferung von Waffen mit großer Reichweite. Robert Habeck fordert in den USA Freigabe von Ukraine-Hilfen. Das heißt, Baerbock hier macht sich definitiv stark, dass es Waffen mit mehr Reichweite geben sollte. Hier, du weißt möglicherweise die Debatte, die jetzt gerade im Raum steht, und zwar die gesamten Taurus-Marschflugkörperlieferungen. Und hier machen sich die Grünen sehr, sehr stark, dass es geliefert wird. Denn im Grunde hat ja Macron bereits gesagt aus Frankreich, dass es keine roten Linien, keine Grenzen mehr geben sollte bei der Ukraine-Unterstützung. Und hier sehen wir glorreich Baerbock von den Grünen, die das genauso sieht. Oder Habeck von den Grünen, die das auch genauso sehen. Warum ist das eine Doppelmoral? Warum ist das eine Diskrepanz? Naja, weil die Grünen eigentlich zu den Friedensparteien gehören sollten. Aber warte, wie Scholz gesagt hat, Frieden ist nicht gleich Frieden. Das heißt, Frieden bedeutet eine neue Definition. Und wenn du jetzt denkst, Frieden bedeutet, dass es keinen Krieg gibt, nee, das stimmt nicht ganz. Denn laut ihrer Definition ist es so, dass man ja die Souveränität eines Landes verteidigen sollte. Das heißt, Krieg ist gleich Verteidigung auf der guten Seite und Angriff auf der anderen Seite. Der ist falsch, der Angriff. Die Verteidigung ist absolut richtig und sollte die ganze Zeit bezuschusst werden. Ein Habeck, der selbst Garantien für die Rüstungsindustrie geben möchte und das von einem grünen Politiker, einem Wirtschaftspolitiker, der sagt, doch, doch, die Rüstungsindustrie, die sollten wir auf jeden Fall hier hervorheben. Ja? Du siehst also, in der Wirtschaft spricht man von, hey, mehr Krieg, Wirtschaft bitte in die Kriegsrichtung lenken. In der Gesundheitsbranche, ein Lauterbach sagt, dass die Gesundheitsbranche sich einstellen muss auf Kriegszeiten und hier ein bisschen umstrukturieren sollte. Wir sehen in der auswärtigen Politik eine Baerbock, die definitiv fordert, dass es hier auch keine Grenzen eigentlich gibt, also Waffen mit großer Reichweite. Warum ist das eigentlich im Gespräch mit dieser großen Reichweite? Es ist im Gespräch, weil diese Raketen auch russisches Territorium treffen könnten. Wenn jetzt diese Raketen, die möglicherweise auch von deutschen Soldaten auch gelenkt werden, dann russisches Territorium trifft, dann hat Russland bereits gesagt, dann befinden wir uns mit Deutschland im Krieg. Möchte man das? Natürlich nicht, ja. Jetzt tun natürlich beide Seiten so absolut empört. Oh, lala. Ja. Und eine Strack-Zimmermann, die sowieso natürlich sagt, hey, yo, es muss auf jeden Fall hier mehr geben. Und ein Habeck fordert in den USA mehr Ukraine-Hilfen. Bundeswirtschaftsminister, schreibt hier online, Robert Habeck hat bei seinem Besuch in den USA mehr Hilfen für die Ukraine gefordert. Unterstützung für das von Russland angegriffene Land, Zitat, muss aus Europa kommen. Sie muss aus den USA kommen. Deshalb muss das Geld aufgebracht werden, kurzfristig zur Artillerieproduktion, zur militärischen Unterstützung und zum Wiederaufbau des Landes. Weitere Hilfen für die Ukraine aus dem US-Haushalt werden derzeit im US-Kongress von den oppositionellen Republikanern blockiert und deswegen befürchtet man alles Mögliche und die EU muss das auffangen und natürlich Deutschland ganz oben mit dabei. Klar doch. Sie fordern im Gegenzug zu den von US-Präsident Joe Biden eingeplanten 60 Milliarden Dollar Unterstützung härtere Maßnahmen zur Sicherung der US-Grenzen zu Mexiko. Also das heißt, sie kümmern sich doch tatsächlich um ihr eigenes Land und wollen hier irgendwelche Grenzen stärken. Nee, nee, Grenzen gehören laut deutscher Politik definitiv geöffnet. Also kommt alle rein. Warte, wir haben gar keine Möglichkeiten, euch zu integrieren. Wir haben nicht mal Wohnraum für euch. Schmeißt die Alten raus. Moment mal, das geht auch nicht. Aber warte mal. Nehmt es den Landwirten. Und gebt es den Rüstungsindustrien, denn jetzt müssen wir wegen Krieg rumschauen. Aber wir haben kein Geld. Okay, Landwirte, also tut nicht so. Es gibt keine Diskussionsgrundlage. Okay, auch Gastro, auch LKWs und so weiter. Wir müssen schauen, dass wir es eintreiben und dann ins Militär schicken, damit wir dann wieder anderen Ländern unterstützen, Krieg zu sorgen. Was passiert in dem Land, also der Ukraine, infolgedessen? Natürlich absolutes Leid, Kriegsmüdigkeit. Sie wollen nicht mehr, denn es kommt zu einer Niederlage und ansonsten nichts. Außer man verwickelt das in einen riesengroßen Krieg und möglicherweise kann man das dann so hin und her schaukeln. Das ist also die Lösung von der deutschen Regierung. Ich finde, da kann man sich nur an den Kopf fassen und ich finde, hier sollte man definitiv sehen, Leute, das ist wirklich. So darf es nicht sein, so darf es nicht gehen. Wir müssen schauen, dass wir selbst absolut unabhängig und raus aus diesem System kommen. Denn ansonsten wirst du mit dieser Masse die ganze Zeit mitgeschleift. Du musst flexibel genug sein, dass du auch schnellstmöglich verlassen kannst, wenn es wirklich zu einer Eskalation kommt. Wie wird man flexibel? Natürlich finanziell. Denn wie sagt man, Geld regiert die Welt und das nicht zum Negativen, sondern es kann dir zum Positiven für dich und deine Familie helfen, um rauszukommen aus einer brenzligen Situation. Denn sie drucken Geld. Warum haben wir dann theoretisch keins?
eins, ja, warum nicht jeder von uns ist absolut reich? Ja, weil das nicht so sein soll, weil das Wissen dir nicht gegeben wird. Aber das Wissen kriegst du überall und deswegen sage ich dir, mach dich finanziell unabhängig, hol dir das Wissen, es ist überall frei zugänglich. Wenn du aber da schon auf die Nase gefallen bist mit schlechten, ja, ich sage mal, Coaches, schlechten Beratungen, schlechten Umsetzungen, dann komm zu uns, das erspart dir Zeit, www.rieger-consulting.com und hol dir auf jeden Fall unser kostenloses Arbeitsheft, schau auf unserer Seite vorbei, das hilft dir definitiv, schon mal den Start zu machen, deine Finanzen zu checken und zu sehen, welche Optionen du hast. Also schau auf jeden Fall vorbei, www.rieger-consulting.com, ist auch unten in der Videobeschreibung. Ich finde, die Situation, die wird mehr als akut und wir sehen, wie unsere Politiker sich für was aussetzen. Und ich sage unsere Politiker, denn das ist der Demokratie, das ist von der Mehrheit gewählt und das ist dann deins und meins. Mehr Demokratie gibt es nämlich nicht. Schreibe mir in die Kommentare, wie du das siehst und wir sehen uns natürlich beim nächsten Video. Bye!